Ja, Leute, heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch, denn es gibt wieder neue Infos zu Speedduel. Und wer meinen Kanal verfolgt, weiß ja, dass ich vielleicht etwas Speedduel spiele. Um genau zu sein, habe ich jede Karte. Es gab ja in der Vergangenheit die Battle City Box, die sehr gut war. Dann der Folgegänger, die Duel Academy Box, auch richtig gut und richtig schön. Und jetzt haben wir das neue Exemplar, was wir uns heute eben angucken wollen. Wir merken schon, ist ein Tick kleiner, aber das heißt ja nichts. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. So, hier haben wir das ganze Stück auch. Sieht sehr cool aus. Hat einen sehr guten Look. Hier sieht man erstmal, was man alles bekommen kann. Diese Minibox enthält 100 Kamen-Karten und zusätzlich gibt es eben neue Skill-Karten, aber auch 4 von 12 Secret Rares. Und die Secret Rares sind immer sehr, sehr interessant, denn ja, der ein oder andere sagt, ja, Speedduel interessiert mich nicht, aber Leute, Speedduel-Karten kann man auch im ganz normalen TCG verwenden. Bedeutet also, die Secret Rares sind hier auch interessant, eben nicht nur für die Speedduel-Fans, sondern eben auch für andere Fans. Und ich kriege das Ganze gar nicht hier auf. Doch, jetzt kriege ich es endlich auf. So, und auf geht das Ganze. Und wir haben hier wieder ein Spielfeld, was ich immer sehr begrüße. Zum einen haben wir hier natürlich die Anleitung drauf, aber zum anderen haben wir hier die Kartenliste. Ich glaube, hier sind sogar die Decks aufgeführt. Oder sind hier die Decks? Ja, hier sind sogar die Decks aufgeführt. Finde ich sehr gut. Also das heißt, hier kann man sich dann die Decks auf jeden Fall auch zusammenbauen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Doppelplaymat. Passt natürlich super, weil einfach, ja, ist ja klar, ne? Man spielt eben eins gegen eins und braucht ein Feld dafür, ne? Finde ich immer gut, dass man halt direkt hier schon das Ganze hat. In der anderen Box waren ja mehrere fertige Decks. Hier sind es anscheinend 4 fertige Decks, wenn ich mich jetzt nicht irre, mit denen man sofort loslegen kann. Aber wir sehen schon, oh, okay, schon hier sieht man die erste Sache, die interessant ist, und zwar die Secret Rares. Secret Rares sind aus meiner Sicht in Speedduel besonders hübsch. Ihr seht es hier schon, es ist sehr hübsch. Tempest ist hier drin. Ich glaube, das war auch schon bekannt. Wir öffnen das Ganze und gucken uns einmal an, welche Secret Rares wir gezogen haben. Wir haben hier einmal eben unseren Tempest. Dann haben wir hier, Sanga des Donners. Muss ich auch sagen hier, wie gesagt, Torwächter ist ein Thema. Ich meine... Ja, natürlich ist das ein Thema, ne? Ist, glaube ich, klar. Dann haben wir... Okay, das ist ein Held lebt in Secret Rare. Es ist so hübsch und damit wissen wir ja auch was. Ja, ein Held lebt, ist ab sofort in Speedduel erhältlich. Sehr gut und Super Vehicle Jumbo Drill. Oh, dieser Secret Rare Effekt, ich mag ihn, aber es wäre ja langweilig, wenn wir nur eins hätten. Deswegen habe ich einfach hier noch ein Pack, auch nochmal von eben der Box. Ein zweites Secret Rare Pack, was wir uns hier angucken werden. Hier, also hier sehen wir auch nochmal besonders schön diesen Secret Rare Effekt. Wir kriegen gleich den Torwächter komplett, beziehungsweise alle einzelnen Elemente. Wenn man davon redet, ne? Da ist er, der Torwächter und... wir haben's. Wie cool! Okay, das ist... ja, das ist anders. Das ist... schick. Ja, wir haben alle. Zusätzlich noch... Held lebt, ist mit für mich auch ein kleines Highlight. Aber wir wollen jetzt eben hier eingehen, welche Karten sind hier zum einen neu, das ist natürlich wichtig, und zum anderen, wie sind die Decks aufgebaut. Ich würde sagen, wir gehen einfach einmal schnell durch, also durch die Karten, und dann gehen wir nochmal explizit auf die Decks ein. Wir haben hier Elementarhelden, die hat man ja bereits schon eben in der Akademiebox bekommen, von daher jetzt nichts Besonderes an sich. Dritte Auge, sehr wichtig in einem elementalen Deck. Würde mich sehr gut benutzt, eben um deine passende Fusion zu beschwören. Gefühlte Grübe, nice. Die ist neu auf jeden Fall. Passt natürlich, ich meine, Jaden. Also, wer die Karte nicht kennt, der hat auf jeden Fall nicht geguckt, wie Jaden spielt. H ist, glaube ich, auch neu. Heißes Herz. R hatten wir bereits schon. Wolkenkratzer 2. Wir hatten Wolkenkratzer 1 schon. Jetzt 2. Ein Held lebt. Nice. Also, das ist cool. Gefällt mir wirklich sehr gut. Hilft dem Deck einfach noch mehr. Wir haben 3 Verstärkungen für den Mir. Jetzt 3-mal ein Held lebt. Ich sag mal so, Elementarheld, ich glaube, es wird immer leichter, die Fusionsmonster aufs Feld zu bekommen. Heldenring ist auch neu, ebenfalls neu. Und die neuen Fusionen, die ja ebenfalls sehr, sehr wichtig sind. Wir haben Tempest, wir haben Electrum, okay. Wir haben Wildwingman, wir haben Marina und Nova Meister. Okay, Nova Meister, weiß ich jetzt schon, Nova Meister Turbo. That's the way to go. Ja, ist einfach eine krasse Karte. Hat einfach 2600 ATK, ziemlich leichte Beschwörungsbedingungen und lässt sich Karten ziehen. Ich meine... 2600 Karten ziehen, was will man mehr, ne? Wasserdrache, das ist ja auch ein anderes Deckthema.
Wir haben hier also einmal ein Elementarhelden-Deck, dann haben wir ein Wasserdrachen-Deck, dann haben wir. Oh, das ist. Oh, wir haben neue Dinos. Jurassic, wer es nicht weiß, es gibt ja schon auch Booster-Sets und so. Und Jurassic hat. Also es gibt schon sehr viele Jurassic-Karten eben in Speedduel. Jetzt hier ein neues Support. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch sehr gut, dass es Level 4er sind, weil hochstufige haben wir schon. Das Problem war eher immer, Level 4 oder niedriger Monster zu haben. Jetzt haben wir die. Auch sehr gut. Und das ist interessant. Vor allen Dingen, jetzt fragt man sich, was will man denn damit? Ja, man kann ihn aus dem Deck spezial beschwören. Foolish ist ja erlaubt also in Speedo dreimal. Das heißt, wir können die im Friedhof legen, ihn banishen und dann ihn rufen. Ich würde sagen, nette Combo. Allgemein hier natürlich Oxygedon und so. Einfach eben die H2 bzw. D2O Verbindung. Muss man natürlich gucken, auch Skills bezogen, ob das Ganze dann gut spielbar ist. Ich finde es gut, dass man hier direkt ihn reingepackt hat. Dann hat man eben nicht nur Hydrogen, Oxygen, allgemein aber natürlich auch Dinosaurier. Bedeutet also auch hier eventuell Dinos wirklich deutlich stärker dadurch. Legendäre Ozean nochmal drin, ist auch sehr, sehr nett auf jeden Fall. Dann haben wir hier Fossil, Verflucht. Das ist sehr stark. Das ist sehr, sehr stark. Und dann kommen wir, glaube ich, zu Karten, die nicht zu einem Deck gehören, sondern die einfach eben in Decks gepackt werden. Deathcoala, sehr interessant. Die erste Karte, die extrem stark ist durch den Speedtool. Speedtool nur 4000 Lebenspunkte. Und sie fügt halt 400 Schaden für jede Handkarte hinzu. Können halt 4 bis 5 sein. Theoretisch ist das schon die Hälfte der Lebenspunkte. Starke Karte mit 1,8 Defense vor allen Dingen. Also das hilft auf jeden Fall defensiven Decks sehr. Finde ich interessant, dass sie die eben rausgebracht haben. Ja, dann Lebenspunkte. Der Swarmer, um eben Gegeneffektschaden zu sein. Frost- und Flammendrache. Passt natürlich zu Wasser und Feuer. Fünfte Hoffnung. Interessant. Und, nochmal zwei Fusionen. Einmal Ufo-Roid-Kämpfer. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal zu den Roids. Und dann nochmal eine Fusion mit Wildheart und Necroshade. Was sehr, sehr gut ist. Also, ich glaube, Fusion haben wir jetzt wirklich sehr, sehr viele hier bekommen. Was sehr gut ist. Weil jetzt können wir wirklich, jetzt haben wir, glaube ich, zu viel Auswahl quasi. Man weiß einfach nicht, mit was man das spielen möchte. Man muss sich jetzt wirklich entscheiden, welche Fusion willst du spielen und welche eben nicht. Machen wir weiter. Roid. Ja, Roid ist ein sehr interessanter Archetype, der auch sehr beliebt an sich ist. Problematik ist nur, dass man hier sehr Schwierigkeiten hat, eben die passenden Monster aufs Feld zu bekommen, beziehungsweise die passenden Fusionen zu beschwören. Aber in Speedrun gibt es ja Skills, beziehungsweise Fähigkeiten. Und ich denke mal, damit kann man das Problem auf jeden Fall lösen. Steam, Drillroid gar nicht so verkehrt. Uforoid, da fängt es halt an. 6 Sterne, ein Tribut. Ja, der Effekt ist gut, aber mit einem Tribut schon schwieriger. Expressroid auch hier drin, okay, Ambulance. Submarine. Der coolste Ride überhaupt. Darf direkt angreifen. Mit 800. Sehr gut, auf jeden Fall. Steam. Truck Ride auch drin, cool. Und, Mixroid. Mixroid ist super. Mixroid. 2-2 Defense einfach. Mit 4 Sternen. Das ist natürlich sehr stark. Waffenwechsel. Schildstoß. Auch interessant. Zerstörungskarte. Fusion. Klar, brauchen wir. Superladung. Notfallruf. Auch interessant. Aber auch halt für die Fusion. Da kommen wir auch zu den Fusionen. Die Fusion. Wir haben den Steam. Wir haben Super, den kannten wir jetzt ja schon. Wir haben, okay, wir haben Rescue Roid, klar. Und Steel Onion haben wir auch. Ist natürlich extrem schwer zu beschwören, aber wenn wir ihn haben, dann ist das Duell schon fast unseres. Ja, das ist ein Deck. Jetzt kommt zum nächsten, zum Torwächter-Deck. Torwächter, Labyrinthmauern. Einfach ein Tribut, 3000 Verteidigung. Das ist schon sehr, sehr mächtig. Gruber Clown. Das erinnert jetzt. Ah, das ist sehr. Oh, Jirai-Gumo. Ja, okay. Schattenwand. Das ist einfach das Anime-Deck, ne? Zangan, Chujin, Statue der Azteken. Okay, der Clown? Seepferdchen-Kaiser. Oh, Blue Eyes. Ich sag's euch, Leute. Kaiba-Deck ist wieder mehr da. Sehr gut. Seelenaustausch. Super Karte. Super stark. Hier drin ist natürlich tipptopp. Und dann Tributpuppe. Tributpuppe auch ultra stark, weil man das nicht vergessen darf, dass das eben mit den Torwächterkarten geht. Bedeutet also, man muss eben nicht mehr, ja, also man kann halt viel leichter die Teile dementsprechend beschwören. Sehr gut, passt natürlich. Doppelbeschwörung schon auch nochmal. Abbrechen von Nubis, Labyrinth. Und hier kommen wir zu den Skills. Aber ich würde sagen, jetzt zeige ich euch nochmal die Decks in voll und ganz und sagt dann auch nochmal was zu den Skills. So, hier sehen wir mal das komplette Jaden-Deck. Ich muss sagen, passt natürlich sehr. Ein Held lebt, ist halt extrem stark. Ist sehr gut für
für das Deck natürlich. Wir sehen natürlich Nova extrem stark ebenfalls. Und wir sehen hier zwei große Fusionsmonster. Der Skill hilft uns sehr, denn der Skill erlaubt uns, falls wir eben eins der größeren Fusionsmonster beschwören wollen, dass wir auch theoretisch, wenn wir bereits zwei Neutral haben, die eben darauf aufgeführt sind, dürfen die restlichen aus dem Deck nehmen, was sehr stark ist. Bedeutet also, wir können hier halt eben wirklich aus dem Deck fusionieren, was gut ist. Ist leider nur once per Duel, was extrem schade ist. Twice per Duel oder so wäre natürlich sehr nett gewesen. Eine Heldenwelt ist ebenfalls ein neuer Skill, der darauf basiert, welche Eigenschaften auf dem Feld sind. Ich denke mal, der wird sich eher durchsetzen, einfach eben, um eben die großen Monster zu beschwören. Und zusätzlich gibt es natürlich noch einfach Fusionsparty, einfach eben schnell Polymerisation zu haben. Aber ich finde es halt gut, dass sie eben die neue Fusion sind. Und Elementar halt hat auf jeden Fall Potenzial. Es hatte schon vor dieser Box Potenzial. Und jetzt eben noch mehr, erst recht eben durch die neue Support-Karte und vor allen Dingen eben durch Novameister. So, hier sind wir auch jetzt bei dem Wasserdrachen-Deck, beziehungsweise fast schon bei ihm Turbo. Denn die zwei verschiedenen Skills haben unterschiedliche Bedeutung. Er hier basiert darauf, dass wir ihn auf dem Feld haben und dann besondere Effekte bekommen, je nachdem, welche Karten wir vom Deck aufdecken, denn wir können hier eben die verschiedenen aufdecken und dann kriegen wir eben zusätzliche Effekte, wenn wir ihn eben auf dem Feld haben. Sehr coole Mechanik. Wie gesagt, wir können halt ihn sehr leicht einfach durch ihn, wir machen ihn im Friedhof, banishen ihn, rufen ihn aufs Feld, können dann einen Skill nutzen, können eben eins davon revealen, zum Beispiel eben, wenn wir ihn revealen, also den Oxygathern, dann haben wir den Effekt, zerstöre ein offenes Monster, das ein Gegner kontrolliert und dann füge dein Gegner 800 Schaden zu. Zusätzlich besitzen wir ja ihn auf dem Feld, bedeutet also, wir haben jetzt theoretisch in dieser Kombination 2900 Schaden, was sehr viel ist und sehr gut ist. Zusätzlich kann man als Element halt noch, die noch extra dazu ist, halt theoretisch Frost und Flammendrache spielen. Ist ziemlich leicht beschwörbar in diesem Deck und zusätzlich können wir eben leicht eben Monster zerstören. Oder wir gehen eben auf den anderen Skill und zwar eben Chemie in Bewegung, denn dort können wir einfach viel leichter eben unseren Wasserdrachen rufen. Jedoch ist das alles ein bisschen rundenbasiert, denn einmal pro Spielzug bekommen wir einen Zähler hier drauf und eben pro Zähler haben wir unterschiedliche Effekte. Ist halt ein Tick langsamer, Speedrun ist sehr schnell. Man muss gucken, ob das eben funktioniert. Ich finde aber immer noch unter Druck eine sehr coole Kombination eben mit den Karten und da habe ich auf jeden Fall Lust drauf, ein Deck drauf zu bauen. Ja, da sind wir jetzt auch bei den Roy-Tech. Mein Roy-Tech habe ich ja schon gesagt, dass das Deck an sich sehr interessant ist, jedoch wir eventuell ein Tributproblem haben, aber das Problem wurde gelöst, eben durch den Skill und genau zu sein durch ihn, denn er sagt Folgendes und zwar, wir können eben nicht Fusionsroids, also zum Beispiel eben Rescue-Roid oder eben auch UFO-Roid oder ähnliches, einfach so ohne Tribut beschwören als Normalbeschwörung, was eben die Schwäche wegnimmt, finde ich super gut. Heißt also, wir können eben das Problem damit ausgleichen. Zusätzlich können wir mit unserer Fusionskarte alle Roid-Fusionsmonster rufen, was auch unglaublich stark ist, finde ich sehr gut. Und zusätzlich erhalten noch alle Stufe 6 oder niedriger Monster eben noch einen ATK-Boost aufgrund der Stärke. Bedeutet also auch hier wird eine Schwäche aufgehoben, wie zum Beispiel bei UFO-Roid. Wir sagen jetzt hier 1-2 ATK, ist nicht so stark, aber plus den Skill eben haben wir 600 ATK mehr, heißt wir haben 1800 ATK. Das ist schon wieder sehr stark, finde ich sehr, sehr gut. Der Skill ist wirklich perfekt für dieses Deck geeignet und da wird auf jeden Fall einiges zu interessant werden. Zusätzlich haben wir theoretisch einen Skill, der passend kombiniert, eben wenn man Jaden, also UFO-Roid-Kämpfer, eben darauf spielt, heißt also auch mit Krieger bzw. eben Elementarhelden spielen möchte. Ja, oder eben hier auf die Fusion, eben mit Kraftbündnis. Kraftbündnis kennt man ja. Er funktioniert eigentlich genau so. Der einzige Unterschied ist, dass du eben nicht direkt angreifen darfst. Versteht sich von selbst, glaube ich. Muss ja eine kleine Einschränkung haben. Und kleiner Riot in der großen Stadt. Ist auch eine Skillkarte, die ebenfalls perfekt für das Deck geeignet ist. Jedoch muss ich einfach sagen, eben, dass das hier einfach besser ist. Einfach weil das eben genau die Schwäche perfekt macht. Und man eben auch noch fusionieren darf, eben egal welches. Finde ich perfekt, dass das Deck. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir jetzt zu den Torwächter-Deck. Mein Torwächter-Deck muss ich sagen, was sehr nice ist, dass wir hier einfach drei verschiedene Skills haben und diese Skills basieren dann eben auf das Deck und es funktioniert dann komplett anders, also das Deck dann. Wir haben einmal natürlich, Achtung, Torwächter bedeutet also, wir wollen hier den Torwächter rufen. Natürlich wollen wir den rufen und wir können ihn hier mal ganz demonstrativ in A Secret Way hier anlegen. Der Torwächter, den wollen wir rufen, denn wir können mit ihr zwei aufs Feld Spezial beschwören, indem wir die komplette Hand abwerfen, den Torwächter suchen und zwei Spezial beschwören. Klar, man braucht drei dafür, bedeutet also, wir müssen irgendwie den dritten aufs Feld bekommen. Aber wir können ja mit Tributpuppe einen davon speziell beschwören, beziehungsweise eben dann rufen. Bedeutet also, wir können einfach einen opfern durch Tributpuppe, ihn rufen, dann den Skill nutzen. Dann können wir eben
Torwächter suchen, die zwei aufs Spielfeld holen, haben drei, können die opfern, können Torwächter rufen. Nice, geht sehr gut. Dann haben wir hier eben noch den anderen Skill, der basiert darauf, dass man eben eher mit diesen drei spielt, bedeutet also mit den Level 7ern, denn hier können wir die dann mit einem Tribut weniger beschwören, bedeutet also auch hier, es passt perfekt, denn hier braucht man dann nur ein Tribut und dann passt das nämlich wieder mit 2,5, 2,4 und 2,6 mit einem Tribut. Plus dann sogar noch ein Effekt, ist gar nicht mal so ungefährlich, weil es einfach sehr stark ist. Passt natürlich auch perfekt eben mit Seelenaustausch. Oder wir gehen das Ganze eben mit Elemente. Bedeutet also, dass wir eben hier, dieser Skill funktioniert nur, wenn wir 1000 oder weniger Lebenspunkte haben. Und dann können wir eben zusätzlich einfach die hier normal beschwören. Jedoch halt brauchen wir da eben weniger Lebenspunkte. Dementsprechend ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Wir müssen irgendwie runterkommen mit unseren Lebenspunkten. Und dann irgendwie können wir eher spielen. Dementsprechend, ich finde diese beiden Wege sehr cool. Cool. Ich denke persönlich, ich mag das lieber, aber wer lieber den Torwächter haben möchte auf dem Feld, kann mit diesem Skill es auf jeden Fall ganz leicht schaffen. Und zu guter Letzt sind eben diese Karten hier übrig. Einmal ein Skill, der dann auf Koala und Känguru-Deck basiert. Es gibt ja einmal die Fusion, die man ja theoretisch in Speedo spielen kann. Damit können eben die Monster im Verteidigungsmodus auch angreifen, jedoch wird dann eben die Verteidigung dafür berechnet und nicht eben die ATK. Ist ganz nett, ich denke aber, ist halt eher so für den Spaß sozusagen. Wie gesagt, das Koala sehr stark. Das sind Karten, mit denen man seine Decks noch ergänzen kann. Wie gesagt, Koala-Karten passen natürlich perfekt zu den Skill. Brauchen wir nicht drüber reden. Dann haben wir noch eine Karte für Elemental, falls wir die reinpacken wollen. Eine gute Equipment-Karte in Speed Duel. Und eben noch einmal kein Effektschaden. Passt natürlich wieder perfekt hier bei den beiden. Kein Effektschaden, was quasi dann eben gegen das Koala perfekt passt. Ja, und zu guter Letzt muss ich sagen, hier die Box wollte ich einfach nochmal zeigen, denn die Box ist perfekt so aufgebaut, dass man hier einfach die Decks hier reinlegen kann. Dann nimmt man eben noch einfach so Spielfeld und kann das Ganze zumachen und ist wirklich sehr kompakt. Das finde ich super, weil so kann die Decks halt eben nicht verrutschen und man hat hier alle Karten mit drin, kriegt sie auch sehr leicht raus. Finde ich gut. Also nicht, dass die irgendwie lose locker drin sind. Finde es perfekt. Eben perfekt, um es einzupacken, mitzunehmen oder eben einfach um in den Schrank zu stellen. Und das war auch die Box. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Box sehr gelungen ist. Sie macht genau das, was sie tun sollte, denn sie bringt wieder neue Decks in Speed Duel rein. Aber Leute, die kein Speed Duel spielen wollen, bekommen wieder ihre Secret Rares, was sehr cool ist, weil die kann man ja auch im TCG benutzen. Und die Decks, die hier drin sind, sind auch sehr gelungen, denn die Fähigkeitskarten helfen den Decks sehr. So kann man eben zum Beispiel Roids oder auch Torwächter sehr gut spielen, worauf ich mich sehr freuen werde und auf jeden Fall mal testen werde. Aber jetzt wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag und natürlich noch viel Spaß beim Duellieren.